Riders Republic Volume 20. What have I got? Last night in cold blood, my young brother got shot. My homeboy got jacked, my mother's on crack. My sister can't work cause her arms show tracks. Madness, insanity, live in profanity. Then some punk claiming they're understanding me. Give me a break. So, schließen. Rich TV show is now crush. So, start. Abfahrt-Event Snow Rush dreht sich alles ums Tempo. Tempo und nicht mit dem Gesicht zuerst in eine ganze Menge Hindernisse zu rauschen. Als ich es letztens versucht habe, bin ich in ein paar davon reingekracht. Noch immer blaue Flecken. Meine Reflexe sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Die Athleten sind im Rausch. Zwei, das kann man wohl eins, sagen. Diese Sportler werden da draußen ein atemberaubendes Tempo erreichen. So. Das ist nichts für schwache Nerven. Teilnehmen willst, gell? Hey, der hört auf. Finish. Glückwunsch. Und vielleicht fliegen denn auch so. So, zweiter. Gut. Wow, ein Affenzahn. Wenn du es zum Riders Ridge Invitation erschaffst, wirst du dieses Tempo brauchen. Coram Deo. Naja. Oh ja, Levelaufstieg. Reward. Neue Ausrüstung. Borten Family Tree Big Gulp 444. Oh, in between the line, im Sational Rock Bike Park, wenn du brauchst du Tempo und Können. Komm da fix hindüsen. Neue Sponsoren. Nitro. Let's see.
Nein. Ja, aber eh klar. So, mal oben. Auf den Dash, Glückwunsch. Das ist eine Gewinne von 16.500 Beträge raus. LOL. So, dann Stimulus Kapitel 16.23 Mehrkampf. Dieses irre Schneerennen bringt das Chaos nach Mammoth City. Ja, sind die Mammuts unterwegs. Zwei, eins, go. Oh, von Dach zu Dach, das ist ja total longer. Ja, spring halt, wenn ich B drück, mein Gott. Ja, und jetzt? Da kann man ja auch so ransammeln. Ne? Oh Mann, ich hab doch LT gedrückt, Mann, das war doch einfach so rum. Jesus Christus. Ne? Alter, wie eng. Spricht Wendy Smiley live auf Rich Radio und ich habe ein paar heiße Hits für euch. Thank you.
Black Rose or Birdie. Tries to one go. Kapitel 17 von 23. Brette mit vollem Tempo durch die Sequoia Forest und weicht dabei den Hindernissen aus. Lol. Nee, jetzt müssen wir mit dem Fahrrad da rumfährt, ne? Oh. So, jetzt aber. Finish, Glückwunsch. Gewinne das Event ohne Stürze, ohne zurückzuspulen, 1 Stern. Das ist super. Erster. Ah. Hast du so Bock auf ein bisschen Pulverschneepower? Ah ja. Rossignol findet jetzt gerade statt und du stehst auf der Liste der Rider, die eingeladen wurden. Ah jo, so, ich halt der Beste bin, ne? Rossignol, feel the power! Kapitel 18 von 23. Meistere die schneebedeckten Module auf der ultimativen Pulverschneestrecke der Sequoia Forest. Ja, wieder. Ich nehme neuen Mobile. Mobile Dinge. Schwule unterscheiden. Ach Gott, jetzt muss ich mich wieder entschuldigen.
Ach, komm, hör auf, Alter. Signal, feel the powder. Rossignol. Hat einen richtig schönen Klang, oder? Ajo. Du fährst durch dicken Pulverschnee in der malerischen Landschaft des Sequoia Forest. Die Strecke ist voller Holzkonstrukte, die dein Herz garantiert höher schlagen lassen, wenn du mit richtig Tempo hinunterdonnerst. Mit Sicherheit. Achte nur darauf, konzentriert zu bleiben, sonst zerlegt's dich noch richtig. Ich bin immer konzentriert. Für mich gibt es nichts Besseres, als durch solchen Pulverschnee zu fahren. Sobald der Rider bereit ist, kann es hier heiß hergehen. Also, los geht's. Kling, Glöckchen, Klingelingeling. Heilig, ja, und jetzt kommt gleich diese Mimimi-Scheiße wieder. Du machst dich auch leicht, ich bin geschockt. Und upsie. Mahlzeit. Also. Finish Konto. Finish, Glückwunsch. Dann weiß ich nicht, worauf ihr wartet. Also, raus auf die Piste mit den besten Hits. So, Platz 1. Du kamst, du saßt und du hast abgeliefert. Tyrus 08479 Marabunta 568. So. Back on Track, Kapitel 19 von 23. Für die erste Abfahrtslinie des Mammoth Mountain sollst du dich auf einem Geschwindigkeitsraut einstellen. So, was kommt da hin? So.
back on track. Erster Lauf, erster. Zweiter Lauf. Eins. Go. Oh. So, zweiter Lauf, auch erster, 1,236, hier ist eine Sekunden vorne, das ist sogar, das ist Lauf 3, 2, 1, oh. Finish. Glückwunsch. Ein Blinder 225 gebraucht. Null. 4-2. Zum Meister. Ja, leerer Aufstieg. Reward. Neue Ausrüstung. Aus dem Jahr SNB After Hours.
78 Tempo, das ist nicht schlecht. Die Raid Playground. For real! Nee, was ist das jetzt? Ah, okay. For real! Stell Kapitel 20 und 23, stell deine Bindung enger, bereite dich auf die Strecke vom Grand Tendon zum Yosemite vor. Ui. Zwischen den Bäumen, weißt Oh, wie man den Blödsinn hier. Hier spricht Wendy Smiley auf Rich Radio. Eure Lieblingsmusik auf eurem Lieblingssender. Ah, Finish. Bös. Erste. So. Elbow to Elbow. 21 von 23 erreichte die Ziellinie dieser holprigen, abschlagfette Strecke vor den 11 anderen Teilnehmern. Ach, wie wir hier in Deutschland eine Ellbogengesellschaft haben. Alles Egoisten in dem Drecksland. Ja. Sag mal, da.
nicht der Erste. Ja, eh klar. Ah, ein bisschen das Gefühl, ein neuer Level. Ja, und dann am nächsten Rennen halt. Du bist beim All-in-One. Glückwunsch. Weißt du, es ist wichtig, mit der Natur in Einklang zu sein. Ah, jo. Das wird dir helfen, die negative Energie loszuwerden. Und genau das wirst du brauchen, um die nächste Herausforderung zu überstehen. Hör auf, nur über dich zu sprechen! Schenk ihm keine Beachtung. Der ist nur sauer, weil ich ihn zum Trainieren zwinge. Also, jedenfalls, das All-in-One ist ein Rennen, in dem sich zeigt, wer wirklich der Boss der Piste ist. Du wurdest von Salomon auserkoren, um deren brandneue Skier auszutesten. Die Stance 102. Wenn dich das nicht anspornt, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Die sind wie maßgeschneidert für dieses Event. Temposicher und mit viel Grip beim Carven. Also dann mal los und viel Spaß. Oh. Salomon All-in-One Kapitel 22 und 23 bewältigt zusammen mit den besten Sportlern der diese einzigartige drei Disziplinen umfassende Strecke im Bärpark im Mammut. Ah, hier sind dann wenigstens mal richtig in der Nähe. Nicht? All-in-One werden alle Wintersportrenndisziplinen zu einem glorreichen Event vereint. Ui. Es ist schnell. Sehr schnell. Aber so ist das eben bei den Wintersportrennen, oder? Ach jo. Nur mit Technik und Präzision schafft man es bis ganz nach unten. Aber du wärst nicht hier, wenn du diese Skills nicht hättest. Ach jo. Ich weiß, dass du das kannst. Also los. Zeit ist der Republic. Republic jetzt, ne? Ja. DDR. Zeit für Solomon's All-in-One. Das wird ein wilder Ritt. Ich weiß auch nicht recht, wie ich dieses Rennen beschreiben soll. Auf jeden Fall wird es richtig in die Beine gehen. Na, das geht. Nur eine Sportart, die wir haben mit mir. Alle werden kombiniert, so nur eine. Naja. Wieder rüber. In die Leute rein. Misty.
Mischstück vom Baugemann. Abfahrtsrase. Salomons All-in-One hast du in die Tasche gesteckt und damit einen wichtigen Schritt in die Richtung des Riders Ridge Invitational getan. Guck mal, was du als nächstes machen willst und lass uns wissen, wo du landest. Ja, das war heiß. Eine solide Leistung von Anfang bis Ende. Auf deinem Weg zum Einladungsevent solltest du nicht vergessen, neue Sehenswürdigkeiten und schicke Sachen für dein Inventar zu finden. Das gehört alles mit dazu. Jo. So, okay. Ein Stück. Reward. Neue Ausrüstung. Signal SMB Shashimi. 82 Tempo. So. Du bist echt voll abgegangen. Und zwar richtig. Gut gemacht. Aber warte noch ein bisschen mit dem Feiern. Wir haben nämlich noch eine richtig große Überraschung für dich. Wintersportrennen trifft auf Raketen-Wingsuit. Schnell und noch schneller. Schnall dich an, denn das wird eine wilde Nummer. Tripod. Kapitel, das letzte Kapitel. Mehrkampfwerke zum Josemite-Liege zurück nach oben und wiederhole das Ganze dann auf einen neuen Weg. Herzlicher Glückwunsch. Glückwunsch zum Abschluss des Boss-Events. Du gilt jetzt als Experte für Wintersportrennen. Alte noch mehr Kröten oder qualitativ hochwertige Ausrüstung wie epische oder legendäre, indem du in dieser Karriere XP verdienst. Schließe die fehlenden Nebenziele bei den Events ab, um Sternchen zu verdienen und die restlichen Fortschrittsbelohnungen freizuschalten. Bin ich mal gespannt, wie das jetzt ist. Laden, laden, laden. Ah, jetzt hat. Ah, violetter Wolf. Ist das morgen oder was? Mit mir, mit mir. Suitcase. Wir haben noch nie in der Luft RT gedrückt. Aha. Melonencrab. Oh Mann, da waren die gleich wieder, ja. Okay.
Nein, ich bin durchgeflogen, aber gut. Back to Spiel, hier und dort und überall. Und ihr hört das einzig wahre Rich Radio. Bei uns kriegt ihr die neuesten Meldungen und die beste Musik. Die erste. Komisch. Oh, so ist es richtig. Einfach. Oi. Nur mal hier lang fahren. Glückwunsch. Neuer Aufstieg. Reward. Neue Ausrüstung. Na, das sieht mies verschickt aus. Mullibar. Was haben wir denn? Nee, das. Radsport-Tricks und Wintersport-Tricks noch. Ja. Gut. Also, Chen, du willst Tricks auf den Ball? Na, dann fangen wir mal an. Ja, Radsporttricks. Mach dich bereit, um bei den Radsporttricks an deine Grenzen zu gehen. Du wirst Dreck fressen. Jede Menge. Aber das Gefühl, wenn du es an die Spitze geschafft hast, macht den Schmerz von ein, zwei Nasbrüchen mit. Schau bei Suki vorbei, sie wird dich in diese Karriere einführen.
Rewilds Lobstyle. Ach du Scheiße. Force Event Santa Cruz. Red Bull Joyride, Red Bull Descript Ride und Canyon Duel Style. Ach du meine Güte. Force Event Red Bull Rampage. Ich muss schon mit Tricks arbeiten. Jeder davon geträumt, Tricks auf dem Bike zu machen? Natürlich, das ist deine Chance. Du hast die Radsport-Tricks-Karriere freigeschaltet. Und da gibt's viele tolle Events. Wie wär's mit einer Trockenübung, um die Tricks zu lernen, bevor es ernst wird? Übe die Landungsmodi. Landehilfe. In Riders Republic gibt es 3 verschiedene Modi für Landungen nach Tricks und Drehungen. Training. Im folgenden Training kannst du den manuellen Modus und den Modus mit Hilfe ausprobieren. Optionen. Auf diesen Druck kannst du den Modus jederzeit im Optionsmenü ändern. Ja. Dann machen wir erstmal ein verstücktes Training. Training 1 und 2, Mithilfe. Mithilfe. Halte deine Drehung so lange du willst und bekomme Hilfe bei der Landung. Vorteil, du hast die Kontrolle über das Tempo deiner Drehung, kannst aber gleichzeitig ohne Druck landen und erhältst einen kleinen Bonus. Junge, das ist. Das war der Backlist. Wünsch, Finish, Glückwunsch. Training 2 von 2, manuell. Manueller Modus, volle Kontrolle über deine Drehung. Solange du die Steuerung hältst, drehst du dich. Lass los, um die Drehung zu stoppen. Vorteile, präzise Kontrolle über die Drehung. Die Abhänge von der Landung verschiedene Bonuspunkte geben. Lass A los, kurz bevor der Winkel deines Bikes zum Winkel des Gefälle passt. Ja. So. Ja. Ich glaube, ich hätte auch automatisch. Ja, das geht so nicht. Ja. Wieder automatisch fertig. Jawohl, muss ich halt so reinkommen. Geht das schon? Ja, immer zu kurz, ich muss jetzt mal betreiben. Na, ja, dann geht's so. Im Schall einfach ein bisschen zu viel, man hat zu wenig. Dann geht das schon. Ja, geht ja. Also manuell sind. Das schwarze Wicht. Von mir und sitzt sich da hinten. Da ich will jetzt auch nicht manuell. Ist ja klar, kann ich so umschalten. So. The Crown 1, Kapitel 1 von 23, Düse vom Gipfel des Sun Arcs Park hinunter nach Bryce Canyon in dieser wilden Mischung aus Freeride und Slopestyle. Crown. Punkte-Event. Erdteil, Tempo und Höhe geben dir mehr Zeit in der Luft, um größere Tricks auszuführen. Tricklimit. Bei Punkte-Event zählt nur eine vorgegebene Anzahl an Tricks. Neu. Bonus. Bringe abwechselnd deine Tricks, um mehr Punkte zu erhalten.
Ach. Ja, fahr jetzt immer hin, genau. YT Industries, Geos, O4, Luftreihung, O4. So. Folge 21 dann, ne?